Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben bin ich am Bahnhof von Bom gestartet. Das ist im Kanton Waadt, in der Nähe von Yverdon. Heute führt mich meine Tour am Jura entlang. Und endet am Neuenburgersee. Habe ich jetzt meinen höchsten Punkt erreicht von meiner heutigen Wanderung. Da geradeaus sieht man einen Teil vom Jura. Hier in diese Richtung ein Blick Richtung Yverdon, das voll noch im Nebel liegt. Ich habe enorm Glück, dass ich
ein bisschen schon außerhalb vom Nebel bin. Ich hoffe, bis ich zum See komme, dass dann auch dort der Nebel wieder fort ist. Und auf dieser Seite da geht es wieder in den Jura hoch. Da ganz oben, diese Flur, geht die Bahn durch. Ein ganz schöner Wald. Schön hier. Und schon die Vogelstimmen. Einfach wunderbar. Ein wirklich frühlingshafter Tag heute. Schon jetzt recht warm. Da befinde ich mich jetzt übrigens wieder auf der Via Francigena, die von England nach Italien mit dem Endziel nach Rom führt. Ich gehe nur die falsche Richtung, Richtung England. Von da bin ich das letzte Mal runtergekommen, von Saint-Croix oben, durch die Schlucht. Es war letzten Samstag, da war es so bitterkalt und nicht schön, so wie jetzt heute. Ich habe wirklich mal wieder Glück gehabt. Das ist noch eine Baustelle. Und hier komme ich jetzt zum ersten Mal an den Bach, sein Seitenbach, von dem ich heute folgen werde, bis zum Neuenburger See. Ich habe das erste Dorf erreicht. Hier bin ich an der Straße, die nach Saint-Croix hoch geht. Es ist nicht so ein großes Dorf, aber doch auch noch schön. Da unten kommt jetzt der große Bach, dem ich das letzte Mal gefolgt bin. Runter. Da wird ziemlich gebaut. Der hat viel Wasser heute, hä? Ziemlich viel Wasser da. Dann nochmal die Schlucht hoch. Und da geht er weiter. Hier habe ich jetzt schon wieder die Via Francigena verlassen. Die geht von hier hoch nach Saint-Croix. Da ist jetzt der Zusammenfluss von den zwei Bächen. Das da könnte das Rathaus sein. Da mal einen Blick ins Tal runter. Ich finde mich da auf einem Spielplatz. Und hier sieht man in die Schlucht, die ich das letzte Mal durchquert habe. Und da oben, hier, geht die Bahn durch nach Saint-Croix. Da ziemlich viel Steigung. Endlich den ersten Naturweg.
Aber es ist schon fast eine Wanderautobahn. Aber es ist doch noch besser als auf diesen geteerten Straßen. Das ist ein mächtiger Bach geworden da unten. Na? Da sieht man jetzt wieder in den Jura rein. Mächtiger Hügelzug da. Oh, ich bin wieder beim Bach unten, der jetzt doch schon ziemlich mächtig geworden ist. Mit der Jura. Und da hier unten fließt er weiter. Da wurde ziemlich viel Holz gefällt. Alles voll mit Eschen. Und da noch einen Blick in den Jura. Es ist eine ganz schöne Gegend. Da oben gefällt es mir. Außer der Straßenbelag. Der stört mich. Aber jetzt. Es ist auch kein offizieller Wanderweg, den ich hier benutze. Da der Jura. Nach hinten nochmal. Dort dieses Tal, wo man sieht, dort bin ich ja runtergekommen. So, jetzt geht es dann da vorne wieder runter ins Tal. Mal wieder einen schönen Weg. Und ich immer auf diesen Betonpisten. Das ist halt heute auch wieder ein bisschen das Problem, da ich nicht auf Wanderwege gehe heute, sondern selber einen Weg rausgesucht habe. Und da muss ich halt hier diese Gegend damit rechnen. Man könnte meinen, ich sei hier in der Wildnis. Dabei bin ich gar nicht so weit von Niederdorf entfernt. Richtig schöner Wanderweg hier. Da gefällt es mir. Das Rauschen vom Bach. Die Vögel. Und hier habe ich wirklich auch das Gefühl, dass ich im Jura bin. Da unten der Bach ist ganz wild. Ich bin da in ein Sumpfgebiet geraten. Es ist so schön, hier durchzugehen. Da säuft man fast zum Teil im schmutzigen Wasser, im Sumpf. Wenn ich das gewusst hätte,
würde ich da hier die Straße entlang. Aber jetzt auch das gehört dazu. Da unten ist ja dann der Bach. Kann ich ja dann die Schuhe ein bisschen waschen von diesem Dreck. Ist gar nicht schön hier. Das ist eine Sumpflandschaft nach der anderen. Da ist er jetzt schon zu einem mächtigen Bach geworden. Und ich habe jetzt auch wieder eine schönere Wegstrecke vor mir. Nicht mehr so schlimm wie da vorher. Da schön den Bach entlang. Von da komme ich jetzt her. Und da geht es jetzt weiter. Romantisch, hier am Bach entlang zu gehen, auf diesem Weg. Ist ganz schön, da gefällt es mir auch. Bloß, dass hier der Bach kanalisiert worden ist. Da ist wieder eine Nadelstelle. Hinten die Fischnetze. Hier wird das Wasser wieder in einen Kanal in irgendeine Fabrik abgeleitet. Ziemlich eine große Anlage. Da kommt doch ziemlich viel Wasser runter. Und hier vorne. Da geht wieder mein Weg weiter. Hier vorne wurde wieder ein bisschen renaturiert. Da drüben ist die große Fabrik, wo wir vorher gerade gesehen haben, wo das Wasser abgezweigt wird. Sicher für diese Fabrik. Und auf dieser Seite haben wir den Jura. Der ist jetzt doch schon ziemlich weit entfernt. Noch ein großes Dorf. Und da vorne die ersten Berge. Sieht man jetzt schon in die Ebene raus. Diese Gegend da, hieran, kenne ich schon ein wenig. Ich habe hier in der Nähe mal gearbeitet. So ist mir das da hier jetzt von hier an
nicht mehr so fremd. Entlang. Einfach traumhaft. Das habe ich so gerne wie hier. Das gefällt mir. Kann man schön zur Ruhe kommen. Auch das Vogelgezwitscher. Frühlingsgefühle hier. Wirklich ein schöner Ort. Ein schöner, klarer Bach geworden. Ganz klar schönes Wasser. Geht dann meine Wanderung wieder am Bach entlang. Der da vorne schöne Kurven macht. Jetzt komme ich in die Ebene. Ist das Tal verlassen. Schöner Rebberg. Wirklich schön da. Da weit hinten im Dunst, ich hoffe, man erkennt es, sind die Alpen zu sehen. Weit weg heute. Nicht so klar, leider. Und da unten ist wieder ein Naturschutzgebiet fast. Das ist ganz schön gemacht. Das Wasser schwellen. Und ein Sammelbecken und da wahrscheinlich noch ein Findling. Auf diesen Berg da hinten, diesen da, wollte ich ja eigentlich noch. Aber ich bin nicht ganz nach oben gegangen dort. Es hatte ja zu viel Schnee und war auch windig an diesem Tag. Ich hatte keine schöne Aussicht auf die Berge gehabt und so habe ich den jetzt ausgelassen. Große Ebene da. Aber es ist schön da oben. Und da hier wäre mein Bach.
Hier vorne sieht man Champagner. Aber es ist nicht der Champagner in Frankreich. Es ist der in der Schweiz, diese Ortschaft. Die hatten ja vor Jahren eine Auseinandersetzung mit Frankreich wegen dem Namen Champagner. Und es wurde ihnen hier verboten, diesen Namen zu tragen. Das ist also denen in Frankreich vorbehalten. Dort diesen Wein dort mit Champagner zu benennen. Da nochmal ein Blick auf Champagner. Da vorne kann auch irgendwie das Wasser wieder getrennt werden. Es hat noch drei Enten. Aber hier sehe ich jetzt gerade, dass ein Lauf trocken ist. Das ist nicht genommen da. Schön. Ein riesiger Bauerbetrieb für Schweizer Verhältnisse. Und von da hinten, etwa hier, da bin ich gestartet heute. Ein bisschen weiter rechts sieht man den Einschnitt, Schlucht, wo ich das letzte Mal runtergekommen bin, von Saint-Croix runter. Da vorne haben wir die Autobahn. Das ist die Autobahn von Yverdon her nach Neuenburg. Da hier überquere ich jetzt den Bach. Vorne ist auch noch eine Stauwehr. Wasser weggenommen wird. Und da der Jura. Hier macht jetzt der Bach einen großen Bogen. Und fließt dann Richtung See. Da vorne komme ich jetzt dann unter der großen Hauptstraße durch, von Yverdon nach Neuenburg. Das ist noch meine heutige letzte Aufnahme von dem Bach. Das nächste Mal werde ich euch zeigen, wo er in den See reinfließt. Es ist ein bisschen weiter unten. Aber für heute sehe ich den nicht mehr. Da unten hat es noch große Industrie. Da vorne gerade ein Zug. Das ist der ICE von Lausanne nach Zürich. Hier über Yverdon, Neuenburg, Biel, Olten, Zürich. Da große Industrie. Ich komme meinem Ziel jetzt schon näher. Ich werde jetzt an der vorne einen großen Bogen machen und noch ein bisschen zwischen dem Bahntrasse und dem See Richtung Grasso wandern. Von da ganz hinten komme ich jetzt her. Da nochmal den ganzen Jurazug. Ich habe den See erreicht. Hier ist ein Hafen, wo Sand und Erde und weiß nicht was alles beladen wird.
da diese Straße werde ich übrigens das nächste Mal auch durchkommen. Wenn ich dann von Iverdon starte und am See entlang nahe gehe. So, ich habe jetzt dann schon bald mein Etappenziel erreicht. Da vorne das Schloss von Granceau. Übrigens, früher kam das Wasser bis hier zu diesem kleinen Turm da vom Neuenburger See. Der Wasserspiegel war viel höher als jetzt. Schönes Schloss. Ja? Also das Wasser kam bis hier runter. Und da werden wir jetzt auf der Straße im Wasser. Schöne große Anlage. So, ich habe mein Etappenziel erreicht, bin in Granceau angekommen. Auf die See. Da vorne der Zug. Das ist der Bahnhof. Und jetzt werde ich noch Richtung, das ist auch schon der Zug eingefahren, den ich jetzt dann noch nehmen werde.